Hallo liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Heute nehme ich euch mit nach Valencia, in die warme und quirlige Metropole am Mittelmeer in Spanien. Hier sehen wir das warme Spätsommerlicht, welches es so wohl nur in den Mittelmeerländern gibt. Ich war in Valencia viel mit meinem Skizzenbuch unterwegs und habe auch die warmen Sonnenstrahlen als Unterbrechung des doch eher kühlen norddeutschen Herbstes total genossen. Hier bin ich in der Nähe des Mercat Central und finde mein Motiv auf der Plaza del Doctor Collado in der Nähe des großen Marktes. Für dieses Bild verwende ich folgende Materialien: Alizarin Karmesin von Winsor Newton, Lavender von Miello, Titanweiß von Schminke, Lichter Ocker, Sienna gebrannt, Kobaltblau, Neutraltinte und Kobalttürkis Light von Winsor Newton. Ich arbeite auf gutem Büttenpapier von Arche, 300 Gramm Grain Fin. Das Format ist ein Achtelbogen, ungefähr 20 x 30 cm groß. Meine Pinsel heute sind der rote Eichhörnchenhaarpinsel von Escoda, ein Rotmarderhaarpinsel von Da Vinci Größe 12, der kleinere Rotmarderhaarpinsel auch von Da Vinci in der Größe 6. Und ein Perla Escoda Reisepinsel mit einer schönen Kunststoffspitze. Hier liegt nun die Skizze und ich beginne mit dem azurblauen südländischen Himmel. Kobaltblau scheint mir die geeignete Farbe dafür zu sein. Ich lege locker die Fläche an und spare dabei die Konturen der hellen Häuser zunächst aus. Mit lichter Ocker setze ich jetzt die Fläche in das rechte Haus. Auf meinem Referenzfoto ist dieses Haus heller. Ich möchte es aber farbiger gestalten, damit ein größerer Kontrast zum blauen Himmel entsteht und mehr Wärme ins Bild hineinkommt. In das lichte Ocker kommen Spuren von Sienna gebrannt und auch etwas Lasurorange. Diesen Farbauftrag werde ich nicht noch einmal übermalen. Deshalb muss die Fläche jetzt schon genügend Struktur bekommen, damit sie später nicht flach und langweilig aussieht. Mit einer sehr wässrigen Mischung aus Kobaltblau und etwas Neutraltinte und einem kühlen Rot male ich mit sehr viel Wasser das helle Haus auf der linken Seite. Hier achte ich auf eine eher etwas kühlere Farbtemperatur. Die helle Markise und die Menschen, die vor dem Haus in einem Café sitzen, lasse ich zunächst weiß stehen. Die Häuser in der kleinen Gasse im Hintergrund male ich etwas dunkler und variiere hier den Farbauftrag zwischen kühleren Farbtönen und dem wärmeren Sienna gebrannt. Hier kommen noch einige Wasserspritzer in die Hausflächen. Ich möchte die alten Mauern mit dem morbiden Charme deutlich machen und brauche dafür diese kleinen Binnenstrukturen in der Fläche. Mit lockeren Strichen setze ich das Bild bis zum unteren Bildrand fort. Den Zeitungskiosk hinterlege ich mit einer warmen Untermalung aus lichter Ocker und Sienna gebrannt. Für die helle leuchtende Straße setze ich einen Strich klares Wasser und dann lichter Ocker, Sienna gebrannt und zum Schluss auch wieder etwas Blau in die Fläche.
Jetzt muss unser Bild ja einmal komplett durchtrocknen und ich möchte die Zeit nutzen, um euch auf den neuen YouTube-Live-Abend am 26. Oktober hinzuweisen. Alle Unterstützer der Aquarellwerkstatt sind eingeladen, mit mir zusammen einen netten Malabend zu verbringen. So gegen 19 Uhr werden wir beginnen und dieses schöne Motiv zusammen malen. Ihr bekommt rechtzeitig vorher den Einladungslink und ich werde auch einige Tage vorher die Materialliste, Skizze und Referenzfoto noch einmal versenden. Wer bisher noch nicht dabei ist, kann gerne unter dem Video einmal schauen. Dort haben wir die Seite Steady, auf der man die Unterstützermitgliedschaft abschließen kann, für euch verlinkt. Ich freue mich, wenn noch mehr mitmachen. Ich beginne zunächst mit den Detailarbeiten in den Häusern. Ich male hier die Fenster und deute auch die Balkone an. Ich versuche dabei immer, die richtige Balance zwischen genauen architektonischen Details einerseits und andererseits einer lockeren Malweise, die nicht zu pingelig wirkt, zu finden. Unter der Markise auf der linken Seite ergibt sich eine schöne Negativform. Ich nutze die Dunkelheit im Hauseingang, um die Menschen davor heller stehen zu lassen. Weiter geht es mit der Ausarbeitung des dunklen Zeitungskiosk. Auch hier male ich dunkle Flächen und lasse dadurch helle Akzente entstehen, die das Motiv später erklären können. Die Farbe variiert hier zwischen Neutraltinte und etwas Perylene Green und Alizarin Karmesin. Die hellen Figuren im und vor dem Kiosk lasse ich wieder weiß stehen. Hier deute ich noch zwei Spaziergänger zwischen den beiden Häusern an. Mit ihnen kann ich wunderbar die Kante zwischen Häusern und Straße auflösen und bekomme an dieser Stelle eine entsprechende Verbindung der Bildelemente. Die gleiche Funktion haben die kleinen Schatten hier im Mittelgrund. Der große Schatten im Vordergrund sorgt für einen dunklen Rahmen, der den Bildfokus im Mittelpunkt noch mehr zum Leuchten bringt.
Perspektivische Linien auf dem Platz öffnen den Raum und lenken den Blick ins Zentrum des Bildes. Bevor ich jetzt die Schatten auftrage, föhne ich das gesamte Blatt noch einmal trocken. Aus Ultramarinblau, Alizarin Karmesin und etwas Sienna gebrannt, mische ich mir nun eine recht kräftige Schattenfarbe für den hinteren Bereich der kleinen Gasse. Hier fasse ich die Formen der Häuser zu einer einzigen großen Schattenform zusammen und verschmelze sie mit den Seitenwänden des rechten Hauses. Nun folgen verschiedene Schattenwürfe auf der Hausfläche, immer mit einem Violettton, der gelegentlich in der Zusammensetzung der drei Farben Ultramarinblau, Sienna gebrannt und Alizarin Karmesin etwas variiert. Die Formen der Fenster und Balkone entstehen hier quasi durch die Formen ihrer Schatten. Sie ermöglichen es mir, Bereiche hier stehen zu lassen und damit Details zu erklären. Ich finde das malerischer, als wenn ich mit einzelnen Strichen die Dinge mehr zeichnerisch darstellen würde. Das linke Haus hat auf seiner Seitenwand auch einen großen Schatten. Ihn male ich etwas bläulicher mit mehr Ultramarin in der Mischung. Mit dem Kunststoffpinsel und sehr wenig Wasser setze ich nun die feinen Details für die Balkongitter. Auch hier versuche ich, locker zu bleiben und nicht so genau zu arbeiten, damit die entspannte und lockere Sichtweise auf mein Motiv nicht verloren geht. Überall, wo ich dunkle Details im Referenzfoto noch entdecke, tanze ich mit dem Pinsel über das Blatt. Nun male ich die Menschen. Zunächst setze ich die Köpfe mit Cadmiumrot und male danach die Kleidung mit verschiedenen Farbmischungen.
Die Gruppe, die hier im Café entspannt ihren Milchkaffee trinkt, fasse ich mit fast abstrakten Farbklecksen zusammen. Eine Verbindung zu den zwei laufenden Personen stelle ich mit einigen lockeren Strichen auch her. Die Zeitungsverkäuferin bekommt ein Shirt mit Kobalttürkis Light. Das ist ein schöner Kontrast und leuchtet super vor dem dunklen Hintergrund. Einige Details möchte ich hier noch im Zeitungskiosk setzen. Hierfür eignen sich Cadmiumrot und Lavendelblau besonders gut. Es sind beides deckende Farben und ich kann sie mühelos über den dunklen Hintergrund setzen. Zwei Laternen möchte ich noch ins Bild malen. Hier rechts im Vordergrund gibt es in Wirklichkeit keine Laterne, aber ich nehme mir die Freiheit, genau hier eine Laterne hinzusetzen. Ich nehme etwas Farbe mit dem Kunststoffpinsel heraus und male dann die gläserne Fläche mit Lavendelblau auf der schattigen Seite und mit einem Highlight aus Titanweiß auf der sonnigen Seite. Genauso male ich die kleinere Laterne in der kleinen Gasse im Hintergrund. Zum Schluss wie immer ein paar Akzente mit Titanweiß überall da, wo ich noch ein wenig Glanz in dieses Bild bringen möchte. So, ich denke, die warme sommerliche Stimmung an diesem Oktobertag in Valencia habe ich ganz gut eingefangen. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmalen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.